Der 9. November ist in der deutschen Geschichte ein Tag mit vielen politischen Wendepunkten. Eine Reihe an Ereignissen beginnt mit der Hinrichtung Robert Blums im Jahre 1848. Robert Blum war ein deutschliberaler Politiker, der während der Revolution im ersten demokratisch gewählten gesamtdeutschen Parlament saß. Als die Revolution von den kaiserlichen Truppen niedergeschlagen wurde, wurde Blum aufgrund von Verrat an den Kaiser zu Tode verurteilt. Das nächste bedeutende Ereignis war im Jahr 1918, der Beginn der Novemberrevolution. Der deutsche Kaiser dankte ab. Philipp Scheidemann rief die Deutsche Republik und Karl Liebknecht die Freie Sozialistische Republik Deutschlands aus. Darauf folgten Aufstände im gesamten Land und einige Monate später entstand die Weimarer Verfassung. 5 Jahre später, 1923, war das nächste große Ereignis. Der Hitler-Ludendorff-Putsch. Es war kein Zufall, dass auch dieses Ereignis auf den 9. November fiel, denn Hitler hatte es genau geplant. 5 Jahre nach der Ausrufung der Deutschen Republik versuchte Hitler, die demokratische Regierung zu stürzen. Nach wenigen Stunden wird der Putsch niedergestreckt. Beim Putschversuch starben 20 Menschen. Hitler wurde zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt, wo er nach 9 Monaten angeblich wegen guter Führung wieder freikam. Als Hitler einige Jahre später an die Macht kam, ernannte er den 9. November zum Gedenktag der Gefallenen des Putschversuchs. Einige Jahre danach, genauer im Jahr 1938, fand die Novemberpogromnacht statt. Die Novemberpogromnacht war eine vom nationalsozialistischen Regime geleitete Gewaltmaßnahme gegen Juden. Hunderte Juden starben in dieser Nacht, wobei der Fokus auf die Zerstörung jüdischen Eigentums lag. So wurden Synagogen und Geschäfte jüdischer Menschen zerstört und in Brand gesetzt. Übrigens wurde die Novemberpogromnacht von Nationalsozialisten auch Reichskristallnacht genannt, was auf die Scherben vor den zertrümmerten Schaufenstern zurückzuführen ist. Heute wird dieser Begriff nicht mehr verwendet, da er unter anderem zur Verharmlosung der Gräueltaten der Nationalsozialisten beiträgt. Als Vorwand für diese Gräueltaten wurde der Attentat eines jüdischen Jungs genommen, der auf einen deutschen Diplomaten schoss, nachdem er erfahren hat, dass seine Familie vertrieben wurde. Das letzte bedeutende Ereignis ist noch gar nicht so lang her. Es war am 9. November 1989. Der Mauerfall. Nachdem Deutschland 40 Jahre in BRD und DDR geteilt war, sagte Günter Schabowski auf einer Pressekonferenz, die live im Fernseher und Radio ausgestrahlt wurde, folgendes: Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort und verzüglich. Daraufhin stimmten Menschenmassen zur Mauer und der Rest ist Geschichte. Der 9. November ist also ein Tag voller Ereignisse. Warum ist er dann kein Feiertag? Während zwar die Ausrufung der Deutschen Republik und der Mauerfall gefeiert werden könnten, darf man nicht die Gräueltaten der Nationalsozialisten vergessen. Die vielen Toten der Novemberpogromnacht dürfen nicht durch Feierlichkeiten in Vergessenheit geraten. Und wie wäre es dann, wenn man den Tag zum Gedenktag ernennt? Das ist natürlich ein sinnvoller Gedanke. Aber um es offiziell zu machen, gibt es zu viele Kleinigkeiten, die berücksichtigt werden müssen, wie zum Beispiel an was erinnert wird und an wen. Die Vielschichtigkeit scheint dem 9. November ein gewisses Potenzial für einen Gedenktag zu geben. Aber eben diese Vielschichtigkeit erschwert es durch den Tag zum Erinnern zu akzeptieren. Ah, ja, das ist verständlich. Ich habe letztens in der Tagesschau gesehen, dass wohl so Trauer- und Gedenkmärsche für die Novemberpogromnacht stattgefunden haben. Ja, genau. Der 9. November ist zwar kein offizieller Trauer- und Gedenktag, es gibt aber trotzdem viele Angebote, um an die Ereignisse zu erinnern. Wir sind nun am Ende des Videos. Wir hoffen, es konnte euch einen guten Überblick über den 9. November in der deutschen Geschichte verschaffen und weshalb dieses Datum kein Feiertag ist und wahrscheinlich auch niemals sein wird.